Frau Filipczyk, wir dürfen Sie aktuell häufiger bei Konzerten in Deutschland hören. Fühlen Sie sich wohl bei uns? Ja, absolut. Es gibt ja in Deutschland eine riesen Musical-Gemeinde und die sind wahnsinnig enthusiastisch. Ich war ja schon mal da, es ist ja nicht das erste Mal, aber es ist lang, lang her. Ich habe ja Les Miserables in Duisburg gemacht, vor 1000 Jahren, nein, 1997, 98. Das heißt, ich kenne sie ja eh. Ja. Und jetzt auch mit den Rosenblättern eben in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen. Es war ja eine super Zeit und insofern, ich genieße das sehr. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem deutschen Publikum gemacht? Also früher dachte ich eigentlich immer, es ist ein Riesenunterschied zwischen den Österreichern und den Deutschen, weil die Österreicher so euphorisch sind in den Vorstellungen selber. Was auch stimmt, das deutsche Publikum generell ein bisschen reservierter, aber Fan ist Fan, denke ich mir, und dann ist es egal, ob das ein Deutscher ist oder ein Österreicher. Wenn sich da jemand das geben will und voll euphorisch ist, dann ist das genau dasselbe Grund. Das ist auch schön, das passt schon. Sie begleiten Thomas Borchert als Special Guest in seiner Konzertreihe If I Sing. Stimmt es, dass Sie schon länger den Wunsch hatten, ein Konzert mit Thomas Borchert zu geben? Ich kenne Thomas seit 1997 bei Les Miserables, 98 glaube ich. Also es ist lange Zeit und wir haben mehrere Produktionen miteinander gemacht. Und der Thomas ist einfach, glaube ich, wenn überhaupt, der begnadetste Sänger im Musical-Bereich hier im deutschsprachigen Raum. Und es ist eine unglaubliche Ehre eigentlich, mit ihm singen zu dürfen in der Form. Und natürlich freut man sich, wenn man so ein Angebot kriegt und denkt sich, yes, das ist wirklich schön. Und ja, es geht um Singen in dem Programm. Und ich denke mir, das können wir beide gar nicht so schlecht. Was ist das Besondere daran, mit Thomas Borchert auf der Bühne zu stehen? Ich denke mir, jeder meiner Kollegen, alle, das könnte ich könnte Ihnen für jeden Kollegen etwas Besonderes aufzählen. Ja. Thomas hat seine Eigenheiten und ist einfach unglaublich, also positive Eigenheiten meine ich jetzt, ist einfach wahnsinnig spontan mit seinem Publikum und spontan in dem, was er gerade musiziert. Und das schätze ich so an ihm, weil er nicht nur Sänger ist und nicht nur Darsteller, sondern der ist eigentlich auch ein wahnsinnig genialer Musiker, wirklich. Und er kann super Klavier spielen. Und das ist einfach das Schöne. Und wenn der singt, ich sing so in seinen Gesang hinein, weil ich das selber, ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich sage, aber es gibt Menschen, die singen und du hast das Gefühl, die sagen eigentlich das, was du gerne ausdrucken möchtest. Durch die Art, wie sie die Linien singen, durch die Art, wie sie die Stimme benutzen. Und der Thomas ist dann einfach eine sehr große Bandbreite. Ja? Und ich kann mich damit identifizieren, wie er die Dinge singt. In welchen Musicals können Ihre Fans Sie in den nächsten Monaten noch sehen? Ich beginne in einer Woche in Graz am Opernhaus, vom Grazer Opernhaus auf den Kasematten, das ist der Schlossberg von Graz, Mann von La Mancha zu proben. Also das ist mein Rollendebüt in der Aldonza, auf die ich mich besonders freue, weil das einfach eine der spannendsten Rollen im Musical-Business, finde ich, ist, fernab von Gucci, Wucci, whatever. Das sehen Sie jetzt leider nicht. Ich shake gerade mit meinen Händen. Also für diesen Spaß-Musical, das ist es einfach nicht. Ja. Und es ist gesanglich eine unglaubliche Herausforderung, weil es einfach geschrieben worden ist, damals vor, weiß ich nicht, 40 Jahren, für more or less klassische Sängerinnen. Und das ist einfach für Musical-Sänger super spannend. Genau, das rennt dann bis Mitte Juli. Und dann beginne ich Elisabeth-Proben in Wien im Raimundtheater, wo wir dann am 5. September das Revival Elisabeth zeigen. Und dann gibt es noch ein paar schöne Sachen, aber die kann ich noch nicht reden. Das sind noch ungelegte Eier. Ist das eine große Ehre, in Elisabeth mitspielen zu können? Ich glaube, Elisabeth steht, mindestens habe ich das Gefühl, für viele, viele Darsteller auf den imaginären Listen von Stücken, die man gerne spielen würde. Weil es ist mittlerweile eine Legende und es ist ein Klassiker mittlerweile. Und wenn wir uns überlegen, wie viele deutschsprachige Musicals es so weit geschafft haben, in so vielen Ländern vor so vielen Millionen von Menschen gespielt worden zu sein, ist es einfach großartig, da auch mal was tun zu dürfen. Und Dennis Callahan als Choreograf, das ist immer interessant, weil der einfach immer neue Impulse setzt. Und Harry Kupfer in der Regie, das kann einem nur was bringen. Der ist einfach ein guter Regisseur. Und auch wenn man sagt, naja, die machen nochmal einen Abklatsch von alten Vorstellungen in all den 20 Jahren, das wird's nicht. Ich denke mir, wir haben eine neue, junge Riege an Darstellern. Das kann kein Abklatsch werden. Das wird nochmal ein Elisabeth neu. Ob gut oder schlecht, das liegt dann im Auge des Betrachters oder in deinem Geschmack oder was auch immer. Aber ich freue mich, weil dann wird auf meiner Liste von den Stücken, die ich noch spielen möchte, ein kleines Hackerl sein. Wir freuen uns drauf und wünschen Ihnen viel Erfolg. Ja, danke schön.